Willkommen zu der Vorstellung und Analyse von Vertical Theme Parks. Dieses neue Konzept kombiniert Freizeitparks mit Wolkenkratzern und ist wirklich übersetzt einfach ein vertikaler Freizeitpark. Und dieses Konzept wurde vorgestellt und soll in mehrfacher Ausführung in sehr vielen verschiedenen chinesischen Städten umgesetzt werden. Aber so viele riesige Freizeitparkprojekte, welche in China aktuell aus dem Boden gestampft werden, würde es mich nicht wundern, wenn wir einen vertikalen Freizeitpark in den nächsten Jahren sehen werden. Und am ehesten erinnert das Konzept auf jeden Fall an den Polar Coaster, welcher eigentlich mal mit Skyplex und Skyscraper in Orlando geplant war, also einfach ein großer Aussichtsturm, wo sich daran ein Freefall Tower und ebenfalls eine Achterbahn befindet. Das Projekt liegt ja mehr oder weniger auf Eis und da gab es lange keine konkreten Neuerungen oder zumindest noch keinen Baustart. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sowas auf jeden Fall eher umgesetzt wird. Und in diesem Video schauen wir uns zusammen mal an und analysieren ebenfalls die verschiedenen Konzepte, welche es von den Wolkenkratzern mit Freizeitparks gibt und ebenfalls, wo diese umgesetzt werden sollen. Also erstmal sieht man anhand von der Beschriftung, dass anscheinend der Lieferant dafür in Termin ist, da die Legende sehr viele Begriffe umfasst, welche wirklich immer Typenbezeichnungen von Intermin sind, wie zum Beispiel Impulse Coaster oder Gyro Swing. Und jetzt schauen wir uns das erste Konzept an, aber ich kann schon mal direkt sagen, also von der Architektur und von der Aufmachung her, gefallen mir all diese Gebäude, vor allem das erste hier, wirklich sehr gut und ist meiner Meinung nach echt gut umgesetzt und wäre auf jeden Fall ein wirklich phänomenaler Eyecatcher für jede Stadt, wo das gebaut wird. Oben haben wir erstmal eine Flying Island, also einfach eine große Aussichtsplattform, wo man nochmal höher kommt, als der Wolkenkratzer bereits ist. Und wie das in die Architektur des Gebäudes eingefügt wird, sieht das auf jeden Fall echt phänomenal aus, meiner Meinung nach. Und da oben hat man bestimmt auch über jede Stadt einfach einen super Ausblick. Dann haben wir oben noch die Landeplattform, wo die Flying Island abhebt und unten drunter nochmal ein Observation- und Restaurantbereich, also Aussichtsplattform und Restaurant. Und das Gebäude auch oben mit dem Glas erinnert schon ein kleines bisschen von dem Konzept her an den Stark Tower in New York von Avengers, Iron Man und so weiter. Und unten drunter haben wir eine Gyro Swing als einen großen Frisbee, welcher über den Rand von dem Gebäude geht. Also ich glaube, das stellt auf jeden Fall die Attraktion vom Stratosphere Tower in Las Vegas in den Schatten. Und Gyro Swings sind so schon der Hammer und diese ist wahrscheinlich in über 100 Metern Höhe. Und das wäre auf jeden Fall echt übertrieben krank, aber könnte ich mir verdammt gut vorstellen. Dann haben wir noch einen Skywalk, wo man draußen in guter Höhe rumlaufen kann. Und ebenfalls ein Multi-Inversion Coaster, also eine Achterbahn mit mehreren Überschlägen, welches sich um den oberen Teil des Gebäudes schlängelt. Dann haben wir vier Glasaufzüge, welche nach oben und unten führen. Und ebenfalls ein Skyjump, was wahrscheinlich einfach ein Bungee-Jumping-Bereich sein dürfte. Und ebenfalls haben wir einen Launch Coaster, welcher anscheinend den Turm hochfährt. Es gab ja vor mehreren Jahren mal ein Konzept, eine Achterbahn in Stratosphere Tower in Las Vegas hochzubauen. Und das erinnert auf jeden Fall daran, dass man an der Turmseite als Shuttle Coaster hochgeschossen wird und wäre auf jeden Fall der Hammer. Und auf der anderen Seite nochmal einen weiteren Skyjump, also entweder wirklich im Bungee-Jumping-Bereich oder so etwas, wo man runterspringt mit einem Seil oben dran, wo man dann schneller herabgelassen wird, wie es auch am Stratosphere Tower zu finden ist. Ebenfalls haben wir noch einen Drop Ride, also noch einen Freefall Tower unten im Bereich. Und im unteren Bereich ist nochmal ein Hotel. Das war das erste Konzept und ist wirklich das, was mir von der Aufmachung her mit am besten gefällt. Und das nächste Konzept sieht auf jeden Fall auch interessant aus. Wir haben oben zwei sich aufteilende Spitzen, wo sich ein Impulse Coaster befindet. Also sowas wie Wicked Twister, Cedar Point, dürft ihr kennen, ist meistens inverted. Aber auf jeden Fall eine Achterbahn, Shuttle Coaster, auch wahrscheinlich ein Launch Coaster, oben zwischen diesen beiden Spitzen von dem Gebäude. Und ebenfalls gibt es eine Möglichkeit, hoch an die Spitze des Gebäudes zu klettern. Dann gibt es ebenfalls so eine Halfpipe, also vielleicht wirklich einfach nur ein normaler Intermin Halfpipe Coaster. Und genauso auch noch ein Skyjump, also wahrscheinlich wieder Banshee oder einfach, dass man runtergelassen wird. Ein Skywalk haben wir wieder, wo man oben rumlaufen kann. Gibt es ja so ähnlich zum Beispiel auch auf dem CN Tower in Toronto, wo man ganz oben nur mit dem Seil gesichert bis an dem Abgrund laufen kann. Und unten drunter haben wir auch wieder einen Observation- und Restaurantbereich. Dann im Kern des Gebäudes haben wir various Drop Rides, also sehr wahrscheinlich verschiedene Freefall Tower. Und rundherum um die netzartige Struktur gibt es dann die Gondeln und Aufzüge, welche nach unten führen. Und ebenfalls ein Suspended Roller Coaster, also ein Inverted Coaster, welcher um diesen Turm nach unten führt. Dann haben wir um diesen Kern noch einen weiteren Flat Ride, und zwar ein Spinning Star. Und im unteren Bereich könnte es ebenfalls ein Hotel geben. Und es scheint wirklich so, dass die Achterbahn in den Turm hoch und runter fahren kann.
was auf jeden Fall ein sehr interessantes Konzept ist. Und jetzt kommen wir zu dem dritten, wo es dann direkt schon Rendering gibt mit verschiedenen Erklärungen. Dann haben wir erstmal oben ein Evolution bzw. Space Shuttle, was eigentlich mehr oder weniger eine Gyroswing ist, ganz oben an dem Gebäude. Also das Gebäude dürfte bestimmt um die 300 Meter hoch sein mindestens. Und ganz oben gibt es einen Frisbee, welcher über die Kanten führt. Von der Statik müsste da auf jeden Fall viel geleistet werden, dass die ganze Energie von der Gyroswing abgeleitet wird. Aber in dieser Höhe einfach einen großen Frisbee zu haben, wäre wirklich der Hammer. Dann haben wir noch da unten drunter einen Flawless Tilting Drop, also wieder ein Freefall Tower, wahrscheinlich ziemlich ähnlich zu Highfall im Movie Park. Genau wie bei den anderen wieder ein Observation Restaurantbereich, wieder ein Skywalk, genauso gibt es hier wieder einen Flight Trainer. Und dann haben wir noch oben drüber Giant Seesaw. Ich kann nicht genau definieren, was es sein soll. Vielleicht ist es etwas ähnliches, wie es auf dem Stratosphere Tower gibt, wo man bis an den Rand fährt und dann hochgeklappt wird. Aber es kann man hier nicht gut erkennen. Und genauso wie Glasaufzüge, welche an der Fassade nach unten führen. Und das sind erstmal die drei Konzepte, wo wir auch genaue Erklärungen zu haben. Aber es gibt trotzdem auch schon Konzepte, die in den Städten gebaut werden sollen. Als einmal hier für Kunming. Das erinnert auf jeden Fall gerade an das dritte mit der Gyroswing ganz oben. Sieht aber trotzdem immer noch ein bisschen anders aus. Dann in Taiyuan ist wieder eines, was wir in der Art noch nicht gesehen haben. Genauso wie das in Wuhan. Aber ebenfalls in zwei eher bekannteren Städten in China. Und zwar einmal Shanghai und Hongkong. Soll ebenfalls einer entstehen, und es gibt zumindest schon Konzepte dafür. Also der in Shanghai sieht von der Architektur auch wieder sehr interessant aus, mit der großen Gyroswing oben. Aber auf jeden Fall so, als würde es ein paar wenigere Attraktionen geben. Und der in Hongkong direkt am Wasser dürfte sich ästhetisch auf jeden Fall auch sehr gut in die Skyline einbinden und wäre mit Shanghai für mich zumindest eines der interessantesten Projekte, weil es sich dort ja auch auf jeden Fall lohnt, mal wegen Freizeitparks hinzufliegen. Ebenso soll in ein paar anderen chinesischen Städten ebenfalls ein Vertical Theme Park entstehen. Und laut manchen Quellen ist der in Qinhuangdao bereits im Bau. Das heißt, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob wir diesen dort sehen werden. Und auch bei den anderen, falls diese wirklich gebaut werden, bin ich mir nicht sicher, ob es dann wirklich das endgültige Konzept ist. Aber für sehr viele verschiedene chinesische Städte ist sowas geplant. Und da mit der Zeit dort natürlich auch ein Platzmangel in den Innenstädten besteht und man dort keinen großen Freizeitpark mehr bauen kann, wäre das einfach als Entertainment-Attraktion auf jeden Fall meiner Meinung nach eine phänomenale Erweiterung. Ist auf jeden Fall alles andere als günstig, weil so ein vertikaler Themenpark dürfte auf jeden Fall deutlich teurer sein als zum Beispiel ein Polar Coaster. Und das ist schon etwas, was sich normale Parks eigentlich nicht unbedingt leisten können. Aber das war's hier mit meiner Vorstellung und Analyse von Vertical Theme Parks, Freizeitparks in Wolkenkratzern. Ich würde mich auf jeden Fall über eure Meinung interessieren, was ihr davon haltet. Denkt ihr, dass sowas umgesetzt wird, um in den nächsten Jahren in China sehen werden oder vielleicht auch in anderen Ländern? Das heißt, ich wäre auf jeden Fall gespannt, was ihr davon haltet. Und dann würde ich sagen, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, damit ihr keine zukünftigen Videos mehr verpassen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao.